Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fall Guys. Wir schauen mal in die Shows mal rein, aber ich glaube, es gibt noch nichts Neues. Doch, das gibt's ja nicht. Truppjubel werde ich auf jeden Fall nicht nochmal spielen. Ja, vielleicht machen wir es nochmal. Auf jeden Fall starten wir es. Ach, nee, Available In. Oh mein Gott, ich dachte schon, es gibt zwei Special Shows. Ey, nein. Okay, dann müssen wir wohl über übel eine machen, aber wenn als erstes dieses Pixel-Party-Ding kommt, dann mache ich danach nie wieder eine Runde von. So, wir starten rein und wir spielen Abschweifen. Aber was ist das denn? Also erstmal sind wir nur ein Dreier-Team und dann haben wir zwei Schweife. Das ist ja verrückt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben mittlerweile schon drei und wir sind nur zu dritt. Das ist natürlich schon ein Nachteil, ne? Wenn man nur drei Leute ist. Ja, hier ist einfach AFK. Ich laufe hier einfach so ein paar meiner Runden. Der darf nur nicht bemerken, dass hinter ihm einer ist, der einen Schweif hat. Der in Rot. Ohne er hier. Die fallen alle runter. Das wird mich aber ärgern. Okay. Ich muss einfach nur noch 47 Sekunden durchhalten. Ist das gut? Die springen immer runter, weil sie denken, oh ja, ich verfolge den. Und dann ich laufe hier die ganze Zeit oben lang. Oh nee, das war nicht gut. War gar nicht gut. Oh, Alter, zum Glück ist der runtergefallen, sonst hätte er mich vielleicht gehabt. Oh nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Nein, wir fliegen raus, wenn ich den nicht schnappe. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, wir sind wirklich rausgeflogen, meinetwegen, ey, wie schlecht. Ich spiele trotzdem nicht nochmal so eine Runde. So, erste Runde in der Solo-Show geht los. Müsste ein easy Ding sein, müssen wir uns easy qualifizieren. Natürlich den unteren Weg, was ich immer noch lächerlich finde, aber man muss halt mit den Neuerungen gehen. Die wollen jetzt oben lang gehen, ich weiß gar nicht. Muss links eigentlich hin. Oder ne, ich gehe Mitte. Ich komme gut für die Mitte. Hab nicht viel Zeit dabei verloren. Und hier gab es immer mal wieder kleine Aussetzer, wo ich dann hier runtergefallen bin. Weil die das einfach voller gepackt haben, habe ich das Gefühl. Einmal rübersliden. Und jetzt habe ich hier den freien Weg ins Ziel und erste Runde geschafft. So, nächste Runde spielen wir Knallantis. Und wir sind hier nicht unbedingt an meinem Favorite Spot. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier runterfliege. Deswegen gehe ich jetzt rüber. Ganz flott. Die fliegen hier hin und her, die Ärmsten. Wo wirft er den denn hin? Ach, du grüne Neuner. Der oben, der ist ganz schön auf uns gefokust. Wir machen uns hier auch gerade selber das Leben schwer, sehe ich gerade. Ah, okay, so schnell geht's. So, weiter geht's mit Fruchtsumme. Auch ein easy Ding, müssen wir packen. Wir wollen ja auch eh ins Finale. Haben wir zwei Birnen, drei Limetten. Schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen, aber also das erste sollte ja easy sein, außer wir werden irgendwo runtergeschoben, da haben wir ja natürlich gar keine Lust. Zwei Birnen. Die trollen noch. Es sind wirklich drei ausgeschieden, weil sie getrollt haben. Weil die anderen getrollt haben, vielleicht, weiß nicht, ob es daran lag. Drei Limetten, vier Birnen, eine Kokosnuss, oder? Vier Birnen, drei Limetten, eine Kokosnuss. Vier Birnen, drei Limetten, eine Kokosnuss. Vier Birnen, drei Limetten, eine Kokosnuss. Oh, der ist nochmal runtergefallen.
So, was haben wir? Welche Zahl? 4 Birnen. Bin ich mir ganz sicher. Da fällt nochmal einer runter. Und jetzt müssen wir in die dritte und letzte Runde. Ach du Scheiße, die Banane hat mich voll weggehauen. 4-mal lila. 3-mal Banane, 2-mal Kokosnuss. 4 lila, 3 Bananen, 2 Kokosnuss. 4 lila, 3 Bananen, 2 Kokosnuss. Müssen wir uns einfach nur merken. Jetzt machen wir es easy. Ich habe gerade kurz falsch rum aufgezählt, aber also 2 Bananen. 2 Kokosnuss, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich habe die 2 gesehen und wusste überhaupt nicht, was es ist, aber wir haben es geschafft. So, und jetzt sind wir auf dem Rollfeld und wenn ich das richtig sehe, ist das hier schon das Finale. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind drin. Und ja, jetzt müssen wir halt überleben. Rollfeld nicht so mein Favorite-Finale. Sage ich ehrlich, wird schwer hier den Win zu holen. Vor allem am Ende ist es auch so, es ist nicht wirklich random, aber ne, es kann alles passieren. War ein bisschen heikel gerade der Sprung, aber alles ist gut gegangen. Probiere jetzt schon ein bisschen schneller so zu switchen, nicht so lange zu warten, damit ich mich schon mal daran gewöhne. Aber jetzt sind wir eh erstmal auf der Geraden. Ich meine aber, die blaue gerade war easy, ne? Da konnte man gleich rüber springen. Ja, es geht. Und dann haben wir hier noch die Zeit, hier den mitzunehmen in voller Länge. Ja, wir wechseln einfach jetzt ein bisschen schneller hin und her, damit wir uns schon mal dran gewöhnen. Es ist aber tatsächlich immer noch keiner rausgeflogen, was ich auch noch erstaunlich finde. Also sonst, wir sind noch mal einmal rum und es ist immer noch keiner raus. Das ist wirklich erstaunlich, finde ich. Jetzt machen wir den Sprung hier rüber. Am Ende gewinnen alle, wahrscheinlich, ne? Oh, da ist der Erste raus. Das mag ich immer nicht, wenn ich der Erste bin. Bin ich ja zum Glück nicht. Zum Glück hat es ein anderer übernommen. Und jetzt sind wir wieder auf der Geraden. Und langsam ist das auch schon ganz schön flott, muss ich sagen. Oh, wir müssen den mitnehmen. Boah, das war close. Ich weiß nicht... Nein, warum, warum, warum? Ich bin der Zweite, wie schlecht. So, wir gehen jetzt in Knockout rein, nachdem eben die Solo-Show mir alles genommen hat. Ja, ich bin gar nicht so... Was ist das denn? Also die Map kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Sieht aber spaßig aus erstmal und so bunt. Ich sag ehrlich, es hat mich jetzt nicht so doll gebrochen, aber es ist halt schon schade, ne? Wer hätte gerne noch ein bisschen länger überlebt, da mache ich halt einen kleinen Fehler und dann ist man raus. Alles gut. Was ist das denn schon wieder? Also, diese Teile, die verstehe ich irgendwie noch nicht. Was? Ja, nice. Hier bin ich da nicht hochgekommen. Was noch schlimmer ist, dass ich mich gar nicht qualifiziere. Komm, ich bin wirklich nicht drin. Was ist das denn? Och, Mann. So, wir probieren es nochmal, nachdem es eben nicht funktioniert hat, ey. Diesmal andere Map. So, sie ist so, hat so ein bisschen den Flair von dieser alten Map, so in diesem Mittelalter-Stil, würde ich sagen. Diesen Türmen und sowas. Die wir neulich mal wieder gespielt hatten. Aber... Nein. Oh, zum Glück kann man unterdurch. Das wusste ich gar nicht. Okay, nächsten Checkpoint haben wir auch gleich. Nehmen wir hier den Jumper mit. Oh nee, was ist das denn? Och man, ich will doch einfach nur hier in Ruhe spielen und dann kommt... Nee, ich bin außerhalb des Dings gewesen. Dieses Boost-Bereich sozusagen. Ich glaube, ich bin ganz weit hinten, ey. Boah, das war wichtig, aber ich habe es auch jetzt auch eh geschafft. So, nächste Runde. Und es sieht mir so aus, als wäre das wieder das vom letzten Mal. Aber eben stand da kein Name von dem Spiel. Aber das ist tatsächlich das. Und die checken das noch nicht.
Oh ne, der erste ist raus. Schön die Seite wechseln. Die machen hier alles kaputt. Ne, mal, wir können doch einfach da so ein. Oh, guck mal, der wird jetzt rausfliegen. Oder kann, ist man da safe? Man ist da safe? Wie? Ich will. Man ist da nicht safe. Oh, doch. Das Teil kam schon, ne? Oh, da kommt ein Fisch geflogen. Oh, ich bin fast runtergefallen. War das close? Oh, ich bin durch, Alter. Was war das denn für ein Chaos? So, und jetzt müssen wir uns hier so ein Vieh schnappen. So einen kleinen. Kann ja wirklich nicht wahr sein. Ich brauche so ein Teil jetzt. Ist hier irgendwo vielleicht noch einer? Lass mich doch los. Och nee, das ist nicht sein Ernst. Ich werde mich wirklich nicht qualifizieren. Kannst du keinem erzählen, dass ich es nicht schaffe jetzt. Ich schaff's nicht. Ich werde einfach rausfliegen hier. Die werden es alle vor mir schaffen. Obwohl, sind noch zwei Plätze frei. Wenn ich das noch packe. Das wäre krass. Ich schaff's. Ich schaff's. Jawohl. So, und wir sind wieder im Finale und spielen Knallball. Immer wieder das random Finale, aber muss man mit leben. Alles gut. Ich werde mich hier hinschillen. Und ich bin raus. Och, Mann. Wirklich. Langsam ist der Bruch. Immer, immer größer. So, ich habe mir überlegt, ich mache noch eine Solo-Show. Auf Knockout habe ich echt keine Lust. Nochmal, und die Solo-Show könnte uns vielleicht aus dem Bruch rausholen, nachdem wir eben da. Was ist das denn? Och man, wie das schon wieder beginnt, ne? Aber das finde ich nett. Die schicken uns extra hier außen lang, wo es schneller geht. Damit es schneller geht, ne? Och man, ey, wie ich immer hier geblockt werde, immer und immer wieder. Okay, das war ganz gut, dafür habe ich, da hab ich Zeit gespart vielleicht. Und das ist auch ein witziger Weg hier ins Ziel. Oh ne, ist ja weit weg gewesen, aber wir haben es gepackt. Und sind wir auch weiter. So, weiter geht's mit Sprungprobe. Auch ein easy Ding, eigentlich 8 Leute gehen. Wir laufen erstmal wie immer mit. Und sobald es zu schnell wird, müssen wir dann rüberspringen. Aber es ist noch nicht der Fall. 8 Leute sollen raus, das ist natürlich viel. Und jetzt ist es zu schnell. Warum ist es hier so voll, ey? Deswegen sollen 8 Leute raus, weil hier überfüllt ist die Plattform. Und ich bin genau in dieser Gruppe drin. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf eigentlich. Aber hier nach und nach fliegen hier die ersten. Da habe ich fast an. Ja, jetzt bin ich raus. Das kann man keinem erzählen. Was mache ich denn hier für blöde Sachen? So, jetzt probiere ich es nochmal hier. Wir spawnen auch perfekt an unserem Lieblingsort. In Knallantes hier. Was denn? Der läuft von alleine. Ich bin nicht mal gesprungen. Der läuft da die Dings hoch. 12 Leute raus. Weh, du drehst dich einfach rum und wirfst uns ab. Ja, perfekt. 12 Leute raus in der ersten Runde sollte möglich sein, ne? Junge, du bist doch so blöd. Der wird uns jetzt einfach nur zum Verhängnis. Mann, ihr seid so. Solche Profi. Nein, wenn ich da rausgeflogen wäre, hätte ich sauer geworden.
Fehlen nur noch drei. Einer nur noch. Oh. Da oben dachte ich gerade fliegt einer, aber nee. Oh, der ist aber weg, oder? Nee, immer noch nicht. Und da haben wir es. So, und jetzt machen wir nochmal eine spaßige Runde. Im Gegensatz zu den bisherigen. Weil, also ich finde, die macht richtig Laune, die Show. Auch wenn ich jetzt... Ja, also den mittleren goldenen kriegt man irgendwie immer. Also zumindest ich bisher. Oh ne, doch, wieder angekriegt und man braucht 20. Und mit dem silbernen fehlt mir nur noch einer. Und dann könnte ich es hier schon packen, wenn ich einfach durch den bronzenen noch fliege. Und Tatsache, haben wir es geschafft. Und weiter geht's. Abschweifen ist zum Glück noch nicht das Finale. Weil also Abschweifen-Finale ist immer der größte Bruch. Ich hatte wenigstens kurz den Schweif, kann man mal so sagen. Ich bin zu schlecht. Wieso kriege ich ihn nicht? Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab den Schweif. Das ist so schön. Jetzt muss ich nur noch 45 Sekunden aushalten. Kann ich hier mich hochchillen? Ne, geht nicht. Ich konnte da irgendwie überhaupt nichts sehen. Ja, pff. Hoffentlich haut mir den jetzt nicht noch einer weg. Gut angetäuscht, als würde ich da oben bleiben. Oh, ausgetrickst. Und es geht in die letzten Sekunden. Da vorne kommt einer mit Schweif, also kann ich... Nein. Ja, wir sind qualifiziert. Eine Minute Schweifzeit. Und Tatsache sind wir jetzt im Finale und spielen Bergspitze. Und wir haben keinen Booster an den Seiten. Oh, der hat einen Fehlstart hingelegt, der Ärmste. Ey, das würde mich ja richtig wurmen, wenn ich im Finale wäre und dann... Nein. Nein. Nein, das wurmt mich viel mehr. Der hat mich überholt, weil ich da so festgehangen habe. Das kannst du wirklich keinem erzählen, dass ich so weit hinten bin jetzt. Meine einzige Chance ist der Hammer. Ich muss... Ach du Scheiße, was mache ich hier gerade? Die sind schon oben. Oh mein Gott, das war die schlechteste Runde Bergspitze jemals. So, und dann machen wir zum Abschluss noch eine Runde erkunden. Es war eben tatsächlich ein Bruch. Was ist das denn? Wie geht denn der Jump jetzt schon? Hä? Man muss wahrscheinlich eigentlich einfach laufen, ne? Spät. Man muss doch hechten. Wie? Vielleicht muss man ganz... Ach, das funktioniert auch nicht. Wie geht das? War wirklich der Letzte, der es hier rüber geschafft hat, ne? Muss dir mal vorstellen. Und jetzt habe ich erst den Checkpoint mir geschnappt. Jawohl. Okay. Kugel mitnehmen. Oh, sorry. Sorry. Und im Ziel vor dem Typen. Ich weiß nicht, was gerade aussah war, aber wir haben es geschafft. Ich gehe zurück zur Lobby.
Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir konnten in der Kundenshow wenigstens noch ins Ziel kommen, aber das ist jetzt auch nicht so das Schwere. Wir waren ein paar Mal im Finale, konnten keinen Sieg holen. Und es war auch nicht richtig knapp, ne? Es war nicht so die beste Performance, aber jetzt endlich geht es darum, dass es Spaß gemacht hat. War witzig. Es war ein bisschen auch ein bisschen Rage dabei. Hat mich schon gebrochen dann die Finals. Ist manchmal so. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.